Ja, heißige Poppy hier mit dem neuen Video. Ja, ich befinde mich gerade auf einer Wanderung. Ich habe gerade kurz Pause gemacht, um meine Jacke auszuziehen, weil es mir viel zu warm war mit Jacke. Ja, und zwar möchte ich eine kleine Wanderung machen heute, wie gesagt. Und zwar sind es so 14, 15 Kilometer. Und zwar bin ich ja, im Großraum Stuttgart, Basigheim. Und zwar möchte ich zu den Felsengärten laufen. Das ist so ein Rundwanderweg. Kommt man zu den Felsengärten und dann läuft man wieder zurück in die Stadt. Bin jetzt schon aus der Stadt hier hochgelaufen. Keine Ahnung, 2 Kilometer vielleicht. Und jetzt geht es hier weg von der Straße. Deswegen habe ich die Chance genutzt, gleich mal das erste Video zu drehen. Jetzt geht es hier an so einem Feld lang und dann kommt da vorne wahrscheinlich Wald. Der Weg ist gut ausgeschildert, sind überall Wege, Schildchen dran. Jetzt, ich habe mein GPS dabei, sollte also kein Problem sein. Jetzt ziehe ich mich wieder weitgehend an und dann laufe ich mal weiter. Wenn ihr Lust habt, kommt da mit, seid ihr dabei. Und mal gucken, was wir alles zu sehen bekommen. Bis gleich. Ja, da müssen wir lang. Zu den Felsengärten sind es 2 Kilometer. Es liegt so im, ja, knapp in der ersten Hälfte, also im ersten Drittel der Strecke. Und dann kommt man irgendwann noch an der Neckarschleife vorbei. Ich habe das mal gestern ganz kurzfristig überflogen. War eine recht spontane Idee, hier das zu machen heute. 3 Stunden sind auf der Webseite, wo ich die Strecke gefunden habe, angegeben. Ich weiß nicht, ob ich 3 Stunden schaffe. Ich habe irgendwann auch mal vor, hier vielleicht was zu kochen oder einen Tee zu trinken. Schauen wir mal, wie das Wetter auch mitspielt. Ja, 15 Kilometer ist für mich durchaus eine Ansage. Also ich bin so in der Regel zwischen, sag ich mal, 6 und 10 immer so unterwegs. Als wir im Schwarzwald waren, im Haui, waren das auch immer so 10 Kilometer, vielleicht 12 oder so. Also 14 ist dann schon für mich untrainiert, wie ich bin, gilt es für mich auch erstmal zu reisen. Wie gesagt, bin ich sehr trainiert, aber das ist ja egal. Ich kann ja das Tempo gehen, wie ich Bock habe. Ich habe ein bisschen mehr Gepäck dabei, wie ich bräuchte. Ich habe meinen V-Sport-Rucksack dabei. Ein bisschen Klamotten noch drin und ja, einfach ein bisschen Gewicht zu haben. Um so ein bisschen, ja, Training wäre jetzt übertrieben, aber in Übung zu bleiben zumindest. Ich kam jetzt letzte Zeit nicht so viel raus, deswegen war es jetzt einfach auch so, dass ich gesagt habe, gestern Abend, boah, ich muss jetzt was machen, was finde ich. Dann habe ich spontan eben mich für diese Strecke hier entschieden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Michael, in der Ranger, bist du nicht hier immer als unterwegs gewesen? Ist hier nicht immer dieses Weingartenfest oder was? Weindingens? War das nicht immer hier? Jetzt weiß ich nicht, ob ich da oben lang muss oder hier unten lang. Da oben geht es dann in die Felsengärten wohl rein. Ich glaube, ich gehe da jetzt mal oben rein. Hier führt jetzt so ein schmaler Gang, schmaler Pfad an den Weinbergen hier links vorbei. Unten ist dann die Straße oder so ein Weg. Und ja, jetzt geht es hier
parallel oberhalb der Strecke, denke ich, wie man auf meiner Karte eingezeichnet ist, laufen würde. Ja. Weiß jetzt nicht, wo ich direkt rauskomme. Ist hier ganz schön. Kleiner Pfad eben. Ups, oh, rutschig. Und da unten dann der Neckar. Ja, hier ist ein Gedenkstein von einem Pfarrer, der ist hier wohl in den Felsengärten tödlich verunglückt. Ja, hier ist der Stein dazu. Die Inschrift kann man nicht mal so richtig lesen, die steht aber dann hier. Ja, er hat sich verirrt und ist in den Felsen abgestürzt. Na ja, gut, wenn es hier dunkel ist. Man läuft hier lang, ohne Licht. Geht es hier schon ordentlich runter, ne? Natürlich nicht so schön. Dann sieht man jetzt die ersten Felsentürme. Die stehen so frei. Jetzt zum Runter. Überhalb vom Neckar eben. Weit vor. Ich bin nicht so sicher. Ich habe ein bisschen rutschige Schuhe mit einem Rucksack auf dem Rücken. Beim Film. Keine Lust abzustürzen. Ja, aber hier sind richtig kleine Felsformationen. Und da halt überall in der Wand, da ist auch was. Jetzt ein Verbotsschild. Steinschlag in Sturzgefahr, Felsschutzgefahr. Klettern, Durchgang verboten, obwohl der Haken hängen, weiß ich jetzt auch nicht. Will jetzt auch nicht weiter reingehen, weil ich keinen Helm auf. Und wenn da von Steinen von oben runterfallen. Aber ja, die Dimension, denke ich mal, wird man auf der Kamera nicht sehen. Also es geht schon 4-5 Meter hoch. Mal gehe ich rein. Ein kleines Stück. So. Hier die
Schlucht dann eher auf. Das ist immer so ein kleiner Spalt hier. Das Komische, es sind überall Haken in der Wand eigentlich. Da steht hier Klettern verboten. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu der Jahreszeit ist. Oder ob das einfach dann nachträglich hingehängt wurde, das Schild. Keine Ahnung. Also da geht's richtig rein. Gut, vorne muss ich jetzt hoch. Da bin ich vorne runtergeklettert, was echt nicht einfach ist. Die Schuhe sind schon rutschig bei dem Wetter und dieser Kalkstein ist schon echt verdammt rutschig. Aber ja, es ging ganz gut. Ich pack die Kamera jetzt weg und krabbel wieder da hoch. Muss da kein Risiko eingehen. Jetzt das Schiff vorbeifährt, bin ich hier rausgekommen. Man ist ja da vorne bei den Treppen eingestiegen und dann ist man hier durch die Felsengärten gelaufen und kommt jetzt dann eben hier raus. Und hier vorne geht jetzt mein Weg weiter. Das Boot, das vorhin auf dem Neckar gefahren ist, steht jetzt hier in der Schleuse. Ja. Ja, wenn man die Schleuse noch im Hintergrund hört, bin jetzt schon ein kleines Stück vom Neckar weg und muss jetzt hier diesen Pfad hoch. Auf der Karte im Profil, Höhenprofil, war eine Stelle eingezeichnet, die ziemlich steil hochgeht. Und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt das hier ist. Es sind so ein paar vereinzelte Stufen noch eingebaut im Weg, aber der Rest ist ziemlich Natur belassen. Ja, ja, geht's da hoch. Leck mich am Arsch. Oh. Keine Ahnung, wie weit es da hoch ging. Aber das war die Hölle. Ein total steiler kleiner Pfad mit kleinen Treppenstufen. Oh. Leck mich am Arsch. Hier rechts weiter. Schon durch den Wald. Ich glaube noch, dass rechts hier weiter geht. Ja. Hier geht's weiter. Aussichtspunkt Zahlenkanzel. 270 Meter. Man kann es nicht lesen. Alles klar. Jo. Geile Aussicht. Mich am Arsch, war das jetzt ein Aufstieg. So, ich glaube, hier mache ich jetzt kurz Pause. Thank you.
So, Müll ist eingepackt. Tee ist getrunken. Ja, jetzt kann es weitergehen. Der Wald ist richtig schön hier. Ist ein Naturschutzgebiet. Dementsprechend bleibe ich hier schön auf dem Weg. Aber alles da drüben sieht schon sehr, sehr verlockend aus, da mal ein bisschen ins Dickicht zu gehen. Da gibt es bestimmt richtig geile Stellen. Hier ist auch relativ ruhig. Man hat halt immer permanent die Schleuse im Hintergrund. Ich weiß nicht, weil da gerade gebaut wird oder weil die halt permanent irgendwie Lautstärkepegel hat. Weiß ich nicht. Aber ja, ansonsten ist hier wirklich schön, ziemlich belassen hier alles. Oberhalb vom Neckar läuft man hier halt. Sieht man jetzt nicht da unten. Und ja, schöner, dichter Wald. Weiß nicht, wie weit es da noch in die Richtung geht, aber ich glaube, das ist nur so eine kleine Schneise. Aber ja, schöner Mischwald. Keine Ahnung, mittlerweile gefühlt 2 Kilometer jetzt hier gelaufen. Es geht die ganze Zeit geradeaus hier durch den Wald. Man sieht nicht so wahnsinnig viel, der Wald ist wie gesagt schön. Aber ja, geht halt einfach geradeaus. Man kann auch nach rechts runter ins Neckartal nicht sehen, weil halt die Bäume davor sind. Aus dem Wald bin ich jetzt draußen. Ja, auf dem Schild stand gerade Besigheim 2,5 Kilometer. Da muss ich hin, da steht mein Auto. Hier haben wir nochmal freien Blick jetzt von unten auf die Felsengärten. Man erkennt da natürlich nichts, also dass da irgendwie was zum Klettern ist, aber hier das Stück da oben, dann bin ich da oben rüber über den Kamm gelaufen. Ja, ich habe jetzt mein verschwitztes T-Shirt unten runter ausgezogen, hängt jetzt da am Rucksack. Ein bisschen trocknen und habe mir so ein Funktions-Longsleeve angezogen und es ist gleich viel, viel wärmer. Das hat mich jetzt dann doch am Ende ziemlich ausgekühlt. Jetzt hier ist doch halt offen und windig, aber ja, geht halt ein ganz leichter Wind und meine eigentliche Jacke wäre halt doch noch zu warm zum Laufen. Ich glaube, so ist ganz gut. Jetzt ist das Nasse weg und es wärmt mich jetzt schön. Ist cool, wenn man nochmal von unten jetzt die Felsen sieht. Aber als ich oben rüber gelaufen bin, da dachte ich mir, Mensch, hättest du nach unten lang laufen können. Unten geht ja auch ein Weg lang. Hast du mehr davon gesehen, aber ich wusste ja, dass man hier auf dem Rückweg dann vorbeikommt nochmal und dann von unten nochmal einen schönen Blick drauf hat. Das ist wirklich geil. Also, da, ja. Jetzt langsam ja, wieder Richtung Ortschaft. Ich denke, der schönste Teil der Tour ist jetzt sozusagen vorbei. Sind jetzt schon ein paar Jogger und Fahrradfahrer entgegengekommen. Also ja, hier ist jetzt einfach nur noch betonierter Weg zwischen den Feldern durch. Da vorne geht dann die Ortschaft los. Dementsprechend werde ich nicht mehr allzu viel filmen können. Deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss. Ich sage danke fürs Dabeisein. Wer Lust hat, lässt mir natürlich einen Daumen nach oben da. Freue ich mich immer. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Ich freue mich jetzt dann nachher auf ein kühles Getränk, Füße hochlegen und den Abend einfach ausklingen lassen. Anstrengend, aber schön. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.